Ihre Überweisungen und andere Bankgeschäfte im Online- und Mobile-Banking geben Sie jetzt einfach und sicher mit dem Fototan-Verfahren der Deutschen Bank frei. Als Smartphone-Nutzer verwenden Sie dafür die Deutsche Bank Fototan-App. Alternativ zur App können Sie ein Lesegerät nutzen, das Sie in der Filiale oder über das Online-Banking bestellen können. Um das Fototan-Verfahren einzurichten, benötigen Sie den Aktivierungsbrief. Sollten Sie diesen nicht haben, können Sie ihn über das Online-Banking bestellen. Oder Sie fordern ihn alternativ über die Hotline an. Öffnen Sie die Fototan-App und wählen Sie Gerät aktivieren. Scannen Sie die Grafik aus dem Aktivierungsbrief mit der Fototan-App oder dem Lesegerät. Sie erhalten dann einen 12-stelligen Aktivierungscode. Im Online-Banking vergeben Sie für Ihr Smartphone eine eindeutige Bezeichnung und geben dann den Aktivierungscode ein. Danach erscheint eine weitere Grafik. Scannen Sie diese mit der App oder dem Lesegerät. Die so generierte TAN müssen Sie jetzt nur noch im Online-Banking eingeben. Achten Sie darauf, die Eingabe der Fototan in der App oder dem Lesegerät zu bestätigen. Jetzt können Sie das Fototan-Verfahren direkt nutzen. Mit dem Aktivierungsbrief können Sie Fototan auch auf weiteren Smartphones oder Lesegeräten einrichten. Der Aktivierungsbrief ist so lange gültig, bis Sie einen neuen bestellen. Bewahren Sie ihn daher sicher auf. Zum Beispiel auch als digitale Kopie im eSafe, Ihrem digitalen Post- und Schließfach bei der Deutschen Bank. Das Fototan-Verfahren funktioniert schnell, einfach und sicher. Am besten gleich anmelden und ausprobieren.